Recht herzlich willkommen zum Totally Accurate Battle Simulator. Wir werden hier schön alles durchspielen. Denke ich mal, zumindest. Ich habe das Spiel noch nicht angefangen. Ich weiß nur so viel, dass ich mit diesen Truppen, also ich habe das Geld und die Einheiten zur Verfügung, die drei. Und damit muss ich jetzt die Leute hier killen. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit drei Protectors. Dahinter noch zwei Clubbers und dahinter zwei Spear Throwers. Und dann schauen wir uns einfach mal das Ganze hier an. Okay, einer schon mal weg, sehr schön. Gute, oh. Okay, einer lebt noch von denen, ein Clubber. Komm, weg, Clubber ihn weg. Klapper ihn weg, das Klappergestell. Ah, knapp daneben. Und? Jawoll! Schönes Ding. Gut, nächste Runde direkt. Spare Thrower nur. Ah, das sind aber viele. Ich würde sagen, da muss ich in Nahkampf gehen. So, ich schau mal, wie es so läuft. Die teilen sich auf. Die Spare Throwers fangen das erste Mal ab. Die Protectors meine ich. Okay. Ja, da drüben verkacken sie es, aber hier sieht es ganz gut aus. Ja, da ist noch ordentlich viel hier übrig. Da sind noch vier Clubbers übrig. Und der hält ihn noch kurz auf. Schönes Ding. Das sieht gut aus, oder? Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste ich das bekommen. Ja, Dicks in Bones. Oh, was ist das denn? Magier oder was? So ein Steinwerfer? Alter, was passiert, wenn ich einfach hier so eine ganze Reihe von Speerwerfern mache? Oh, mit einem Protector. So wirklich viele Speerwerfer sind das tatsächlich gar nicht. Oh ja, oh ja, die ballern ordentlich rein. Komm, beeilt euch, nochmal, nochmal. Ah, die brauchen zu lange. Die haben zu lange Cooldown. Oder? Schaffen sie es noch? Nein. Boah, was macht der denn, Alter? Oder? Sieht gar nicht so dumm aus. Komm, bitte treff den jetzt einfach. Jawoll! Oh! Okay. Ah, das ist wahrscheinlich die Stone dann gut. Oder Bone Mage. Was ist Bone Mage denn? Jetzt mach mal zwei Protectors. Und unter jedem dann zwei Bone Mages. Und falls das nicht reicht, dann einfach noch ein Stoner. Und dahinter noch davon zwei. Ja. Das sollte dann auf jeden Fall reichen. What? Die Bone Mages haben die ja komplett zerstört. Ach du Kacke. Okay, die sind echt heavy. Also hier ist auch ganz cool, weil hier müssen die ja... Mammut, holy crap. Hier müssen die ja über diese kleine Insel rüber. Das heißt, paar Protectors. Dahinter Bone Mages. Und daher vor noch ein Clubber. Ja. Ja, schon alle weg. Und, schafft ihr es? Geht doch auf die Mistgabel-Fuzis. Ah, verdammt, nee, das ist, nee. Komm, neue Idee. Zwei Protectors. Dahinter zwei Bone Mages. Chieftain. Nee, komm, ich mach, pack mal ein paar Spear Thrower dahinter. Noch ein Protector. So, jetzt bin ich mal gespannt. Weil es halt die auf und die Spear Thrower können hier schön ihre Speere reinsemmeln. Und wenn sie auch treffen würden, wäre das doppelt cool. Okay, Headshot, sehr schön. Ja, gutes Ding. Haben wir es? Wo lebt noch jemand? What? Ah, da. Er war schon so unter Leichen begraben. Ach du Kacke, was ist das denn jetzt? Mammut, wie viel? Verdammt, 40. Und die hier? Was machen die? Hm, mal gespannt. Ja, Protectors. Probier mal Stoner aus. Mal schauen, wie stark die so sind. Chieftain. Packen wir auch mal welche hin. Okay. Und noch ein Protector. Dahin. Dann noch. Nochmal ein Stoner und. Nee, reicht nicht mehr. Egal. Los. Attacke! Ach, die werfen Gift oder was, die da hinten?
Ja, shit, es sind nur meine Stoner übrig. Nur noch 3 Stoner. Und ein Chieftain. Und der ist auch weg. Oder? Ich kann es gar nicht einschätzen. Komm, werf ihn ab. Oh. Okay, 4 von den Gift-Fuzzis gegen 2 Stoner. Ah, nee. Die da hinten, die fucken richtig ab. Ich brauche irgendeine andere Herangehensweise. Was bringen denn hier Bone Mages? Ups, das ist vielleicht ein bisschen viele. 3 Stück. Ein paar Protectors davor. Spare Thrower. Und da kommt ein Spare Thrower noch weg. Ein Chieftain. Und Klapper. Und los. Macht mich stolz. Nicht so ganz bisher. Ja, ja, doch, doch, doch. Sieht gut aus, sieht gut aus. Jawoll, endlich. Mammut. Ja, was willst du mehr? Und noch 3 Spare Thrower dahinter. Die dann die Reste aufräumen. Alter. Ein kackt Mammut einfach. Uiuiui. What? Die sind alle schon weg? Und der Rest wird... Lol. Das war sau easy. Aha. Okay. Wie stark sind die bitte, dass ich so viel Coins hab? Egal. Erstmal so ein Fuzzi hin. Und ja, es hat so gut geklappt gerade. Komm, ein Chieftain, der von der Seite noch hier nachkommt. Und ein Protector, damit das Mammut nicht direkt angegriffen wird. Warte. Dahin. So. Der schützt Mammut. Da kommen wir aus dem Gebüsch. Ei, das geht ja gar nicht. Ein Hinterhalt. Die haben relativ viel Leben, diese Sichelfuzzis. Komm, ja. Ja, sieht gut aus. Jawohl, Mensch. Läuft doch. Oh. Mammut geht nicht. Chieftain. Hallo? Ah, okay. Got it. Gut, jetzt habe ich die ganzen hier. Halfling, Farmer, Hay, Baller. Aha, Scarecrow. Alright. Wie stark bist du so? Also packen wir da noch. Ja. 2 Hayballer dazu. Jetzt bin ich mal gespannt, was macht der Scarecrow? Aha. Ja, okay, so ganz stark scheint er denn nicht zu sein. Hallo, mach mal was. Junge, du bist gleich tot. Nee, also wirklich überzeugt hat er mich nicht. Harvester, 3 Stück. Mal schauen. Packt ihr das? Diese Geräusche, ne? Ah, die sehen gar nicht so schlecht aus. Okay, 2 Leben noch. Und komm. Schönes Ding. Die Harvester sind nicht schlecht. Die gefallen mir. Das sind ein paar nette Burschen. Ja, komm, Scarecrow. Ich bin der Überzeugung, wenn der so teuer ist, dann musst du auch ordentlich reinballern können. Haben wir irgendwie Longshot? Nee. Dann. Da kommen 2 von denen. Und noch 2 Halflings. 2 Hobbits noch dazu. Los geht's! Ah, den Bogenschützen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, sind jetzt die Scarecrows mal besser? Na? Ah, lol, die ist schon tot? Die. Oh. Ups. Was machen die denn da bitte? Was schieben die für einen Film? Der spielt da so ein schönes Ständchen einfach nur. Lebt noch wer? Ah, jo, da. Ein Rabe, komm. Ah, verdammt. Lappen. Gut, das ist also auch nicht das Rätsels Lösung. Probier es wieder mit Harvestern. Die haben mich überzeugt. Und dann noch einen davon. Schön. Oh. Ja, die Bogenschützen ballern zu krass rein. Oh Gott, nee, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar...
What? Wie macht man das bitte? So was jetzt, wenn ich hier drei Hayballer hinpack und dahinter ganz viele Potion-Seller. Okay, das sah gerade weird aus. Und dahinter noch ein paar Farmer und ein Halfling als Anführer. Das sieht doch bestimmt dann mega gut aus, oder? Oh, das glaube ich kaum. Ja, also die Farmer machen es jetzt nicht wirklich. Ja, okay. Ja, es geht eigentlich. Ey, es sieht echt nicht schlecht aus sogar. Krass. Der komische Musiker da. Was macht der bitte? What the fuck? Oh, legt sie ein bisschen hin, braucht mal eine Pause. Oh, heute war so ein anstrengender Tag. Na komm, killt ihn. Die sind ein bisschen weird. Ja, Victory. Ich würde sagen, das reicht mir für den ersten Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine positive Wertung da. Und ja, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein.